Noch begrüßen. Ich möchte begrüßen, solidarisch, da sind auf dieser Kundgebung Kolleginnen von Auftakt, die gestern schon gestreikt haben. Kolleginnen aus dem Behindertenbereich, aus Balance und von GIN. Und Kolleginnen offenen Jugendarbeit. So, jetzt
einen Streik betrieben, die ich ganz, ganz herzlich begrüßen möchte. Wir sind alle in den letzten Wochen, Tagen, Stunden, Minuten daran gewesen, diesen Streik auf die Beine zu stellen. Und wir sind in allen Betrieben eigentlich überwältigt davon, wie viele und mit wie viel Kraft die Kolleginnen dabei sind. Die Zeit der Betriebsversammlung und die Zeit des Streiks vom Gehalt abgezogen wird. Wie war die Reaktion von meinen tollen Kolleginnen? Jetzt erst recht. Wir kommen, wir stehen für unsere Rechte. Wir wissen alle, soziale Arbeit ist Mehrwert, unsere Tätigkeit ist Mehrwert. Seit Jahren wird die Arbeit dichter. Das ist belegt in Studien vom Sozialbereich. Und was passiert? Wir bekommen nicht Personal mehr, wir bekommen weniger. Es wird überall gekürzt. Wir wollen mehr Personal, wir wollen mehr Geld. Beim Branchenvergleich von 18 Branchen liegt der Sozialbereich auf Platz 13 für unsere wertvolle Arbeit an der Gesellschaft. Es ist jetzt an der Zeit, dass die Politik endlich aufwacht und uns Geld drüber schiebt. Wir sind es wert. Und dieser Appell geht an die Zuständigen in der Politik, an die Frau Ministerin Hartinger-Klein, die gesagt hat, wir sollen uns aufeinander zubewegen, die Verhandlungspartnerinnen. Ja, gebt uns Geld, dann können wir das. Und jetzt noch ganz kurz, jeder weiß, wir haben eine sehr hohe Frauenquote hier und an dieser Stelle, heute wäre der 80. Geburtstag von Johanna Donal, die erste Frauenministerin, die sich sehr stark für die Frauenrechte eingesetzt hat und ganz viel für uns Frauen auch in der Arbeit geleistet hat. Hier, ich glaube, wir stehen unter einem guten Omen heute und wir werden was weiterbringen. Danke für euer Kommen, wir sind mehr, wir sind viele. Ich stehe nicht nur als Betriebsratsvorsitzende von Jugend am Werchter, ich bin auch ein Teil der Wiener Vernetzung der Betriebsrätinnen des Wiener Behindertenbereichs. Danke. Wir sind 13 Betriebe in Wien, wir sind 4000 Mitarbeiterinnen, die wir in Wien vertreten. Wir stehen stellvertretend für alle 5000 hier. Danke. Ja, hallo Kolleginnen und Kollegen, daneben sind wir Wien. Ich bin der Betriebsratsvorsitzende, Stefan Haller. Wenn ich da runter schaue, bin ich ganz begeistert, wie toll ihr da seid. Ja. Und ich möchte etwas erwähnen. Ja. Vergesst mal nicht die Kollegen, die aktuell in den ganzen Einrichtungen sind und den Notdienst machen. Ja. Also ich glaube, die haben einen richtigen Applaus verdient, weil ohne den wäre das nicht möglich. Hallo, ich grüße als erstes meine Kolleginnen vom ÖHTB. Natürlich alle anderen auch von dieser erwähnten jetzt schon Vernetzung der Betriebsräte im Wiener Behindertenbereich. Viele sind im Streik, viele haben Streikbeschlüsse gefällt. Und man sieht, dass man auch im Behindertenbetreuungsbereich streiken kann. Wir wussten das vorher nicht. Wir haben es letztes Jahr schon erprobt und es wird immer besser. Ich grüße natürlich auch alle anderen Kolleginnen aus dem Kinder- und Jugendbereich. Ihr seid wirklich überwältigend, die Anzahl, die ihr hier seid. Und auch die Kolleginnen aus dem Pflegebereich, die bei uns bei der Kundgebung mitmachen. Kurz noch wollte ich vom BÖHTB berichten. Wir haben bereits letzte Woche all reden, weil es ja auch darum geht, dass wir eine öffentliche Kundgebung machen, um zu sagen, warum wir hier sind und um öffentlich zu machen, welche Forderungen wir haben. Und dazu bitte ich jetzt den Regionalgeschäftsführer der GPA DJB, unserer Gewerkschaft, auf die Bühne.
sind es nicht so wunderschön. Es geht um unseren Kollektivvertrag, es geht ums Gehalt, es geht um eine Arbeitszeitverkürzung. Und wenn man sich anschaut, die letzten Verhandlungsrunden, die vierte vor allem, wie da mit uns umgegangen wurde, mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten, mit den Beschäftigten, dann ist das nicht okay. Und deswegen sind wir heute hier. Ich möchte euch an dieser Stelle einfach nur sagen, dass eure Gewerkschaft, die GPA, DJB, hier mit euch ist. Also meine Region Wien hat auch heute quasi gestreikt. Wir haben jetzt einmal die ganze auf den Straßen von Wien und auf den Straßen von Österreich für unseren Kollektivvertrag. Und jetzt geht es darum, dass die Arbeitgeber sich bewegen. Sie haben am Montag die Chance, in der nächsten Verhandlungsrunde sich zu bewegen. Es geht nicht nur um 6% Gehalt. Naja, ein bisschen was über 3% muss schon her. Wir bleiben bei der Forderung nach plus 6%. Und auch wenn manche meinen, naja, da und dort ein Urlaubstag mehr, geht eh auch. Nein, wir bleiben bei der Forderung. Wir wollen die 35-Stunden-Woche. Und wir zeigen mit diesen Streiktagen jetzt seit Dienstag, dass wir das auch durchsetzen. Und ich bin froh, dass es auch andere weitere Betriebe noch gibt, die sich nach und nach dieser Streikbewegung anschließen. Und ich möchte jetzt den Betriebsratsvorsitzenden vom Arbeiter-Samariter-Bund und den Kollegen vom Arbeiter-Samariter-Bund, Michi Gehmacher und Aktivist von Sozialamt nicht blöd, auf die Bühne bitten. Liebe Kolleginnen und Kollegen vom Samariterbund und darüber hinaus, ein Streik, eine Betriebsversammlung, wie wir sie jetzt machen, ist ein Ausnahmezustand. Ein Ausnahmezustand, der notwendig ist, weil der Normalzustand nicht in Ordnung ist. Leider im Flüchtlingsbereich, speziell im Samariterbund, verursacht durch die Gesamtsituation in besonderem Maße, ist der Normalzustand das ganze Jahr der Ausnahmezustand. Aus diesem Grunde übergebe ich das Wort dann bald dem Michi Gehmacher, der sehr stark auch für die Streikbewegung einsetzt. Ich selber sehe mich weniger als Meinungsbildner, als Repräsentanten der Gemeinschaft der Arbeitenden und Arbeitenden. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ganz kurz, also ich habe 1992 meinen Zivildienst im Behindertenbereich gemacht und ich muss es einfach sagen, ich arbeite seit 1992 in den unterschiedlichsten Berufen, Behindertenbetreuer, Obdachlosenbetreuer, jetzt Flüchtlingsbetreuer beim Samariterbund, wie schon angesprochen, und ich bin irrsinnig stolz und irrsinnig froh und es geht mir einfach das Herz auf, wenn ich hier heute da bin. Es ist einfach super. Letztes Jahr haben wir bewiesen, dass wir im Sozialbereich streiken können. Letztes Jahr sind einzelne Kolleginnen und Kollegen von einzelnen Betrieben, die gestreikt haben, vor ihrem Betriebsstand gestanden. Heute stehen wir beim ersten Warnstreik, viele Betriebe gemeinsam hier, viele Belegschaften. Und auch das ist ein Fortschritt und ein großer Erfolg und zeigt, dass wir für unsere Rechte kämpfen können. Was eure Gewerkschaft sagen. Wir sagen der Gewerkschaftsspitze ganz klar, wir sind auch für 3% plus, aber ich habe mir das Schild extra mitgenommen, unsere 3% plus sind 6% und unser altes Motto, Streik geht auch im Sozialbereich und lieber Streik als schlechter Abschluss, das gilt auch nach diesen Warnstreiks. Wir wollen nicht, dass es wie letztes Jahr nach den ersten Warnstreiks zu einem Niedrigabschluss kommt, sondern lieber auch die Verhandlungen, die jetzt am Dienstag kommen, noch einmal unterbrechen und für 6% 35-Stunden-Woche und die anderen Forderungen gemeinsam streiken. Diese 6%
Prozent sind nicht vom Himmel gefallen. Wir alle tapsen an der Armutsfalle, vor allem die 10 Jahre plus in diesem Bereich sind, insbesondere Kolleginnen, insbesondere Frauen, weil sie nicht im Gegensatz zu uns männlichen Kollegen die Möglichkeit haben, sich das magere Gehalt mit Nachtdiensten oder Sonntagsdiensten aufzufetten, weil viele an Betreuungszeiten gebunden sind. Also diese 6% plus und 150 Euro mehr, die haben ihre Notwendigkeit. Das ist nicht Jux und Dollerei, sondern das ist notwendig, um einen Schritt aus der Armutsfalle zu machen. Und streiken ist nicht leicht, gerade im Sozialbereich. Wir arbeiten mit Menschen. Wir müssen schauen, dass wir uns die Solidarität der Angehörigen, der Klientinnen holen, dass wir sie einbeziehen. Aber wir riskieren auch viel. Und weil es unser Risiko ist, weil es unser Gehalt und unser Lohn und unsere Arbeitszeit ist, möchte ich die Forderung von der Selma Schacht unterstützen. Es ist Zeit, nach diesem KV-Abschluss die Kolleginnen und Kollegen, die Betroffenen, in einer demokratischen Urabstimmung, nach einer demokratischen Debatte in den Betrieben entscheiden zu lassen, ob dieser Abschluss passt. Ich bedanke mich bei den Organisatorinnen, bei den Betriebsrätinnen, die das heute organisiert sind. Ich hoffe, dass wir vom ASPÖ in die Streikfront hineinkommen. Bedanke mich noch einmal ganz herzlich und schließt euch den vielen Basisbewegungen an, die es gibt. Unterstützt eure Betriebsrätinnen, unterstützt die Streikskomitees und unterstützt Gruppen wie Sozial, aber nicht blöd oder andere. Danke und hoffentlich sehen wir uns bei einem bundesweiten Streik nächste Woche statt einem miesen Abschluss. Ja, wie angekündigt, gibt es ja nicht nur den SVÖ-Kollektivvertrag, sondern auch andere. Und es freut mich total, dass ich eine Kollegin aus dem Caritas-Bereich auch aus der Bühne begrüßen darf, die solidarisch nun zu uns sprechen wird. Hallo, freut mich, dass so viele Leute heute hier sind. Ich möchte einen Brief verlesen, eine Grußbotschaft einer leider erkrankten Kollegin, die Ersatzbetriebsratmitglied bei der Caritas Hilfe in Not ist. Und sie schreibt: Liebe Kollegen und Kolleginnen, als Ersatzbetriebsrat bei Caritas Hilfe in Not und im Namen vieler Caritas-Kolleginnen erkläre ich mich voll auf solidarisch mit eurem Arbeitskampf. Wir leiden unter dem niedrigen Personalschlüssel, schlecht mit Freizeit und Familie zu vereinbaren Arbeitszeiten, inklusive geteilter Dienste, schlechter Bezahlung, bei gleichzeitig hoher psychischer und oft auch physischer Belastung. Daher sind eure Forderungen voll aufberechtigt und schon längst überfällig. Bravo, yes. Auf der einen Seite wird Arbeitgeberinnenseite gern über Fachkräftemangel geklagt. Auf der anderen Seite werden aber nicht die Voraussetzungen dafür geschaffen, unsere Branche für die Beschäftigten attraktiv zu gestalten. Ganz im Gegenteil. Wir sind Beschäftigte in einer Niedriglohnbranche mit einem steigenden Anteil ausgebrannter Kolleginnen, die oft in Teilzeit arbeiten, was sich nochmals schmälernd auf Einkommen und Alterspension auswirkt. Unsere Branche ist überwiegend weiblich, darunter viele Migrantinnen, die oftmals auch noch von der Kürzung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder betroffen sind. Und nicht wenige Kolleginnen müssen ihr schmales Einkommen mit der Mindestsicherung aufstocken, weshalb sie auch keinen Familienbonus erhalten. Sie leiden also doppelt und dreifach unter dieser Situation. Eine spürbare Erhöhung der Löhne und Gehälter, die derzeit ca. 18% unter dem Medianeinkommen liegen, ist daher längst überfällig. Ebenso brauchen wir dringend die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn, Gehalts- und auch Personalausgleich. Leider wurden die Caritas-KV-Verhandlungen mit einem für uns Beschäftigten unserer Meinung nach nicht sehr befriedigenden Ergebnis zu einem für eure Verhandlungen ungünstigen Zeitpunkt beendet. Umso mehr Achtung haben wir vor eurer Kampfbereitschaft und dem zunehmenden Mobilisierungsgrad. Voll super. Ja! Wir wünschen allen Streikenden, euch allen, viel Standfestigkeit und dass es dieses Mal zu einer Urabstimmung vor einem eventuellen Abschluss kommt. Schließlich geht es um unsere ureigensten Interessen. Einen schlechten Abschluss können wir uns nicht leisten. Danke!
möchten wir mit Solidarität ist eine Waffe. Und nächstes Jahr sind wir bei euch auf der Straße. Danke, Verena. Vor der nächsten Wortspende möchte ich erstens die Kolleginnen mit kleinem I vom Frauenstreikkomitee begrüßen, die da wacker da vorne stehen. Es gibt ja einige oder viele, die für den 8. März Frauentag einen Frauenstreik vorbereiten und darüber diskutieren, was man da machen kann. Und ich glaube, dass es gut passt, dass Sie auch heute hier sind bei einem großen Streik in einer sozusagen sogenannten typischen Frauenbranche. Danke für eure Unterstützung. Und ein aktionistisches Element brauchen wir schon auch, weil es ist sehr viel von Bewegung jetzt gesprochen worden und wir stehen jetzt schon da länger. Viele von euch haben ein Kartel, ein Tafel in der Hand, einen Zettel mit Ich streike, der ergänzt worden ist mit euren persönlichen Forderungen, warum wir streiken, warum ihr streikt. Und bitte hebt jetzt alle mal eure Tafeln Ich streike in die Höhe. Wir wollen sehen, wie viele streiken, wir wollen sehen, warum ihr streikt. Und passt ein bisschen drauf auf, weil wir werden es vielleicht ja noch einmal brauchen. So, schon begrüßt und nun auf der Bühne, direkt vorm Streikbeschluss, die Kolleginnen von den Wiener Jugendzentren. Bravo! So, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir kommen tatsächlich direkt von unserer Betriebsversammlung, von unserem Streikbeschluss und haben kurzerhand beschlossen, uns an dieser einen dreistündigen Warnstreik abzuhalten und einfach direkt hierher zu kommen, um mit euch solidarisch zu stehen. Es geht uns darum, sichtbar zu sein. Es geht uns darum, uns zu beteiligen und solidarisch gemeinsam den Kampf für Verbesserungen unserer Arbeitsbedingungen zu stehen und uns einzusetzen. Vor allem als Jugendarbeiterinnen ist es uns besonders wichtig, aktive, gelebte demokratische Beteiligung vorzuleben und zu zeigen, wir setzen uns ein für das, was uns wichtig ist. Bravo. Und weil heute Donnerstag ist, nur gemeinsam sind wir stark und weil heute der 14. Februar ist, we will rise. Danke. Vielen Dank, die Kolleginnen und Kollegen der Jugendzentren. Bravo! So, und vorher war die Sache mit der Bewegung, jetzt kommt die Sache mit der Stimme. Wir haben die bei der Demo mit waren, schon ein paar Sprüche ausprobiert, beziehungsweise kennen wir die ja schon von den Demonstrationen, die wir gemacht haben. Und ich hätte gerne, oder wir hätten gerne als Organisatorinnen und Organisatoren von den Betriebsräten, von den Streikkomitees, dass wir jetzt wirklich einmal ganz laut gemeinsam unsere Streikbereitschaft, unseren Streik auch laut schreien. Eines sagen wir euch gleich, Streik geht auch im Sozialbereich. Eines sagen wir euch gleich, Streik geht auch im Sozialbereich. Eines sagen wir euch gleich, Streik geht auch im Sozialbereich. Eines sagen wir euch gleich, Streik geht auch im Sozialbereich. Also eines kann ich euch sagen, man hört... ...diesen Streiktag beschlossen. Sollte es am 18. wieder zu keiner Einigung kommen, dann werden wir von der Bildung im Mittelpunkt zusätzlich zu unseren 83 Standorten, die teil- und vollbestreikt sind, 110 vollbestreikte Standorte haben und einen ganzen Tag streiken, weil sonst wird es nicht funktionieren. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Es ist ein unglaubliches Bild von hier oben und gemeinsam werden wir es zusammenbringen. Dankeschön. We will rock you.
Big disgrace, waving your banner all over the place.